Christian Ries, FPÖ, ist am Wort. Ein Ausschuss, wo es gilt, große ideologische Gräben zu überwinden. Diesmal war es ein bisschen anders. Bei dem Verbraucherbehörden-Kooperationsgesetz waren wir uns nicht ganz eins. Denn wenn es nach uns geht, unserer Ansicht nach, kommt es hier in einigen Fällen zum Qualitätsverlust im Verbraucherschutz. Und das, werte Damen und Herren, das behaupten nicht wir als Opposition, sondern das gibt auch die Stellungnahme der Rechtsanwaltskammer, des VKI und der Bundeswettbewerbsbehörde wieder. So werden Teile der Zuständigkeit im Verbraucherschutz, etwa der Umgang mit irreführenden Geschäftspraktiken und Mängel bei Pauschalreisen, von der weisungsfreien Bundeswettbewerbsbehörde zur natürlich weisungsgebundenen Dienststelle des Ministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort verfrachtet. Schon allein der Umstand ist ein Rückschritt, wie wir meinen. Ja, niemand kann annehmen, dass das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen dieser Aufgabe besser gewachsen ist als die Bundeswettbewerbsbehörde. Und wie heißt es auf der Homepage des Bundesamts für Eich- und Vermessungswesen? Das BEV ist eine dem Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort nachgeordnete Bundesbehörde mit den Aufgabenbereichen Vermessungen, Geoinformation, Mess- und Eichwesen. Vom Verbraucherschutz steht da gar nichts drinnen. Warum auch, nicht? Die Damen und Herren dort sind dazu nicht ausgebildet und verfügen natürlich auch über keine Expertise dahingehend. Daher fehlt uns die sachliche Rechtfertigung dieses Übergangs der Zuständigkeit. Aber natürlich gibt es für alles eine Erklärung. Man muss sich nur fragen, warum, wem nutzt es? Cui bono? Da werden unabhängige Beamte durch Mitarbeiter, weisungsgebundene Mitarbeiter eines Ministeriums ersetzt. Für uns ist der Interessenskonflikt völlig vorgegeben. Und was soll man sich denken, wenn die Bundeswettbewerbsbehörde nach 13 Jahren erfolgreicher Tätigkeit durch eine andere unkundige Behörde ersetzt wird? Wo bleibt da die Logik? Ich meine, geht irgendjemand von uns wegen eines Haarschnitts zum Bäcker? Das ist vergleichbar, das ist einfach nicht richtig. Die Nachschau in Unternehmen nur während der Öffnungszeiten und wenn es genehm ist, und Auskunftserteilungen nur vor Ort. Wen begünstigt das? Den Verbraucherschutz oder die Unternehmen? Die Befugnis für Testkäufe, erforderlichenfalls inkognito, fällt völlig. Und da fragt man sich schon, wer will dieses Instrument unterbinden und warum? Und Herr Bundesminister, da trägt sich uns schon der begründete Verdacht auf, dass hier den Unternehmen unter die Arme gegriffen wird und nicht den Konsumenten. Und das Ganze hinter dem Titel Verbraucherschutz zu verstecken, ist wirklich reichlich schräg und riecht ein bisschen nach Wirtschaftsbund. Danke. So, die Kritik von Christian Ries von der FPÖ. Er kritisiert die Änderung des Wettbewerbsgesetzes. Hier würde Unternehmen unter die Arme gegriffen.